Wo sich die Rebhänge der Südeifel zwischen Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues ins Moseltal absenken, liegt im Scheitel eines großen Flussbogens das alte Winzerstädtchen Kröf. Am Ort, dessen Name durch berühmte Weinberglagen einen guten Klang hat, gibt es von alters her auch Berufsfischer, die für die Fangstrecke zwischen Traben-Trarbach und Kienheim zuständig sind. Das Fischerhaus liegt flussabwärts am Rande von Kröf, wo sich die Hauptverkehrsstraße am Moselufer und die Ortsstraße gabeln. So ergeben sich zwei Zugänge. Einer von der rückwärtigen Seite am Fluss, der andere von vorne durch die Haustür in Straßenfront. In dritter Generation lebt hier der 70-jährige Fischer, der den Beruf zusammen mit seinem Bruder vor dem letzten Krieg vom Vater erlernte. Die Fischer, die frühmorgens zum Fang ausfahren, finden ihren Lebensunterhalt seit 1963 nicht mehr auf dem Fluss, der in jenen Jahren zur Schifffahrtsstraße ausgebaut wurde. Durch die Anhebung des Wasserspiegels in den Staustufen und durch die Umgestaltung der Ufer gingen die alten Fanggründe verloren. Auch die altbewährten Fischfanggeräte erwiesen sich unter den veränderten Bedingungen weitgehend als untauglich. Mit dem früher an der Mosel kaum bekannten Stellnetz erschloss man sich immerhin eine neue Möglichkeit. Hier soll ein am Vorabend ausgebrachtes Fanggerät dieser Art eingeholt werden. Wenn die im Ufergebüsch befestigte Endleine losgebunden ist, kann man das Maschengeflecht heben. Das Stellnetz besteht aus einer selbstfangenden, quer in die langsame Strömung gestellten Maschenwand, in der die Fische mit ihren Kiemendeckeln hängen bleiben. Das Geflecht aus feinem Kunststoffgarn, das sich im Wasser schwebend aufrichtet, ist oben mit einer korkbestückten Schwimmleine und unten mit einer Bleileine eingesäumt. Als Netzanker am äußeren Ende der Unterleine dient ein Stein, der zuletzt gehoben wird. Der Fang, der hauptsächlich aus Schleien und Bräsen besteht und insgesamt gut 25 Pfund erbringt, verbleibt vorerst in den Maschen. Er wird für die Heimfahrt im wasserdurchspülten Hälterkasten des Fischernachens geborgen. Mit dem Stellnetz, das keine besonderen Fertigkeiten erfordert und das auch im tieferen Wasser der kanalisierten Mosel brauchbar ist, kann man durchaus noch Fischfang betreiben. Die Anlegestelle am Ufer von Kröf liegt direkt unterhalb des Fischerhauses. Damit Frachtschiffe und Motorsportboote nicht allzu nah vorbeifahren, ist sie mit Warnbojen gekennzeichnet. Angekettet an den Landesteg schwimmt hier der als Weiher oder Weiherchen bezeichnete Holzbehälter. Er wird zur Unterbringung des Fanges herangeholt. Der verschließbare Kasten, der mit einem durchlöcherten Boden versehen ist, dient zur Lebendhälterung der Fische, die nun behutsam aus den Maschen gelöst werden. Da der Verkauf hauptsächlich freitags erfolgte, musste man alle Fänge bis dahin frisch halten. Das recht gute Fangergebnis mit dem Stellnetz zeigt, dass die Mosel ihren vielgerühmten Fischreichtum bislang keineswegs verloren hat. Wenn die Berufsfischerei dennoch zugrunde ging, liegt das mit daran, dass die besonders wertvollen, von den Hotels gut bezahlten Wanderfische, Lachs und Aal verschwunden sind, beziehungsweise dass die Moselstauwerke den Fischzug stark behindern. Die heimischen Hechte, Zander und Barben, die als edlere Speisefische sehr gesucht sind, lassen sich mit dem Stellnetz kaum erreichen. Ganz schrecklich.
Sonst kriegt man die Schleie gar nicht in den Kerl und will, ist alles voll neu. Alter, schön Schleie. Was zu fangen blieb, sind vor allem die Schleien und Bräsen, Makrelen, Döbel, Plötze und Rotaugen. Sie gehören zu den gewöhnlichen Standfischen, die immer schon in größerer Anzahl in die Netze gingen. Wenn der Fang versorgt ist, wird der Nachen festgelegt. Vor der Kanalisierung zog man ihn einfach am flachen Strand hoch. Nun muss er freischwimmen, damit er von den Bugwellen der Schiffe nicht gegen das mit Steinblöcken befestigte Ufer geschlagen wird. Mit den Standfischen aus der Mosel konnten früher die Dörfer bis weit in die Eifel hinein jeden Freitag versorgt werden. Anfang der 60er Jahre wurden von den Kröverfischern bei reger Nachfrage bis zu 20 Stellnetze auf ihrer 7,5 Kilometer langen Fangstrecke eingesetzt. Verdrängt durch die grätenarmen, meist tischfertig angebotenen Seefische ging der Absatz seitdem so sehr zurück, dass sich die Arbeit nicht mehr lohnte. Aus diesem Grund verloren in den folgenden Jahren auch die Stellnetze ihre Bedeutung, wie vorher die älteren Fanggeräte der Moselfischerei. Auf der wasserzugekehrten Rückseite des Fischerhauses wurde in den 50er Jahren eine breite Veranda angebaut, die den Keller beträchtlich erweitert. Hier unten, wo es eine große Toröffnung gibt, sind auch heute noch sämtliche Fanggeräte untergebracht, wie dieses dreieckige Maschengeflecht zwischen zwei Scherbäumen oder dieser zusammengewickelte Netzbeutel mit den beiden Stangen, das sogenannte Trampeltier. Der nahezu 6 Meter hohe Mast galt früher als Kennzeichen für die Häuser der Moselfischer. Er wurde zum Trocknen bestimmter Netze aus Hanfgarn gebraucht, vor allem für die kegelförmigen, oben spitz zulaufenden Rundnetze, die sich beim Fang ausbreiten und senkrecht auf den Flussgrund niedersenken. Hierzu gehört das unten mit einem bleibeschwerten Taschenkranz ausgerüstete Wurfgeil, das nun abgehängt wird. Ja, da holst du Trampeltier, ne? Ja, so da wurde rauf. Der Fischfang mit dem Wurfgeil und mit dem Trampeltier, die beide seit dem Ausbau der Mosel nicht mehr zum Einsatz kamen, soll für die Filmaufzeichnung noch einmal vorgeführt werden. Der Liegeplatz des Nachens befindet sich auf der anderen Seite der verkehrsreichen Uferstraße. Die Uferböschung am Prallhang des Flussbogens ist verhältnismäßig steil und hoch. Die oben mit Zeitungsbögen umwickelten Stangen im Bug des Bootes gehören zur Ausrüstung für den Einsatz des Wurfgeils. Wir machen das klar, ne? Dann hauen wir ab. Ja. Fängt man den Haken noch. Am Heck ist das kleine, an seiner Unterseite gekrümmte Weiherchen bereitgelegt, ebenso ein Eimer mit Fischfutter und eine Handscheppe. Die Fangplätze vor Kröf liegen am jenseitigen Ufer auf der Innenseite der Krümmung, wo die Strömung verhältnismäßig ruhig vorbeifließt. Im tiefen Wasser der Fahrrinne wird das 8,50 Meter große Boot mit dem Streichruder und mit der langen Stake vorwärts bewegt. Durch die Bordhöhe von 70 cm und die aufgebogenen Enden unterscheidet es sich von den flachen, nur 40 cm hohen Dreiborden, die früher als Fischernachen üblich waren. Sie wurden unbrauchbar, weil sie in den Wellen der Frachtschiffe voll Wasser schlugen. Für das Wurfgeil kannte man zwei Fangarten. Das Rotten mit 4 bis 6 Nachen und das Federn
zu dem man stets kurz vor Einbruch der Abenddämmerung mit einem einzelnen Boot ausfuhr. Beim Federn, was so viel wie Füttern bedeutet, müssen die Fische zunächst an geeignete Stellen im freien, möglichst unbewegten Wasser gelockt werden. Die Fischer markieren jeden vorgesehenen Fangplatz mit einem eingerammten Pfahl. Dies ist erforderlich, weil beim Federn nur nachts gefischt wird. Das angebundene Zeitungspapier erleichtert das Wiederauffinden der Futterplätze im Dunkeln. Die Lockspeise aus gekochten Kartoffeln und Weizenkörnern wird bei der Markierungsstange ins Wasser geworfen und sinkt hier auf den Flussgrund. Die ungewöhnlichen Geräusche verscheuchen die Fische zunächst in weitem Umkreis. Sie kehren in der Dunkelheit zurück, wenn auf dem Fluss wieder Stille herrscht. Das Wurfgeil eignete sich besonders gut bei kleinem Wasser. Wenn die Mosel im Sommer bei niedrigem Pegelstand nur geringe Strömung hatte, wurden von den Fischern oft mehr als Dutzend Fangstellen auf diese Weise vorbereitet. Mit etwa 50 Meter Abstand lagen sie so weit auseinander, dass die Geräusche beim Netzwurf nicht von einem zum anderen dringen konnten. Nach dem Anfüttern betrug die Wartezeit bis zum Beginn des nächtlichen Fischzugs, der hier wegen der Filmaufnahmen beim letzten Tageslicht ausgeführt werden muss, mindestens 2 Stunden. Beim Federn wird der Nachen nach Art der Schleichjagd mit der Strömung möglichst lautlos an den Futterplatz herangefahren. Das Netz, das sich beim Wurf kreisförmig ausbreitet, sinkt mit dem bleibeschwerten Saum schnell in die Tiefe, während die Spitze von der Fangleine in der oberen Wasserregion festgehalten wird. So entsteht ein zipfelmützenartiger Kegel, der sich über die Fische stülpt. Es heißt, dass die Fische vom Fahrer gefangen werden, der im Heck das Streichruder führt. Er muss nun das Boot gegen die Strömung drehen, und zwar so, dass sich das ausgeworfene Netz nicht von der Stelle bewegt. Dann legt der Fahrer den Nachen fest, indem er die Stake in den Flussgrund stößt und hart gegen die Bordwand hält. Beim Einholen muss das Wurfgeil möglichst senkrecht gezogen werden. Dabei schlägt unten der Saum des Netzes zusammen, wobei sich auf der Innenseite die Fangtaschen öffnen, in denen sich die Fische fangen. An Bord wird der Fang sofort herausgenommen, indem der Fischer die Netzöffnung auflegt. Vor der Fahrt zur anschließenden Futterstelle hat er die Vorbereitungen für den nächsten Wurf zu treffen. Der mit Sackleinen bespannte Standplatz auf der Nachenbank muss wegen der Rutschfestigkeit feucht gehalten werden. Um die Verbindung mit dem Wurfgeil zu sichern, knüpft sich der Fischer die Fangleine mit 2 Schlingen am linken Oberarm fest. Die aus Kuhhaar gedrehte, feuchtigkeitsunempfindliche Schnur endet am Zipfel des 3 Meter langen Netzkegels, der unten eine Öffnungsweite von 4 Metern hat. Der Umfang des kreisrunden, mit Bleikugeln dicht besetzten Randes misst ungefähr 10 Meter. Damit sich das Netz beim Wurf in ganzer Weite öffnet, muss es sorgfältig geordnet werden. Über der Nachenbank teilt der Fischer den Saum nach der Reihenfolge der Bleistücke in eine vordere und eine hintere Hälfte. Dann wird aus der hinteren Partie die Bleikugel genommen und in den Mund gesteckt, die als letzte hinausfliegen soll.
Sie muss mit den Lippen festgehalten werden, bis sich das Netz rund im Wurf voll entfaltet hat. Der Fischer im Heck steuert den nächsten Fangplatz an, sobald alle Vorbereitungen beendet sind, die viel fachliches Können erfordern. Die Stellen, die sich für den Fischfang mit dem Wurfgeil besonders gut eigneten, hatten glatten Grund und waren nicht viel mehr als 1,50 Meter tief. Beim überfallartigen Auswerfen muss alles sehr schnell gehen, damit den Fischen keine Zeit mehr zur Flucht bleibt. Beim Einholen dagegen werden alle Bewegungen besonders behutsam ausgeführt, weil der bleibeschwerte Saum Kontakt mit dem Grund halten soll, bis der offene Netzmantel zur Mitte zusammengebracht ist. Nur so lässt sich erreichen, dass die umschlossenen Fische in den Taschenkranz hineinschießen. Die Geilnetzfischerei beim Federn ging immer auf Standfische. Wenn man ihre Quartiere kannte, ließen sie sich durch die Futtergaben leicht hervorlocken, sodass kaum ein Netzzug ohne Erfolg blieb. An der Außenseite der Bordwand ist jetzt das kleine Weiherchen zur Aufbewahrung der Fänge angebunden, die so ständig mit frischem Wasser versorgt werden. Bei der nächtlichen Fangfahrt wurde in der Regel an jedem markierten Platz nur einmal ausgeworfen. Die Schritte im Boot und das Aufklopfen der Bleikugeln beim Zurechtlegen des Maschengeflechtes haben hier die letzten Fische vertrieben. Früher war es üblich, gegen Ende der Nacht, bevor der Morgen graute, alle Futterstellen mit dem Netz erneut abzufahren. Für das Rotten, die andere Art der Wurfgeilfischerei, wählte man möglichst die Tage mit hellem Sonnenschein. Dabei handelte es sich um ein lärmendes Fischtreiben mit mehreren Nachen und nicht um das stille Heranschleichen an einen vorbereiteten Fangplatz wie beim Federn. Mit dem Koppelnetz ist das Fanggerät gemeint, für das man in Kröf den Ausdruck Trampeltier kennt. Zur Bedienung werden drei Fischer benötigt. Quer über den Nachen sind vorne und hinten die beiden Stangen bereitgelegt, zwischen denen der über die Bordwand geschlagene Netzbeutel hängt. Von der alten Fischereiausrüstung blieb dieses Netz als einziges auch nach der Moselaufstauung brauchbar, weil es unabhängig vom Wasserstand eingesetzt werden kann. An den beiden Stangen wird der 4 Meter breite Maschensack vom Fluss aus gegen das mit Büschen bewachsene Ufer gefahren. Dabei bewegt sich der Nachen mit der Breitseite vorwärts. Sobald das Netz unter den herabhängenden Zweigen aufgestellt ist, nehmen die Fischer die Starken zu Hilfe, mit denen sie kräftig gegen die Uferbefestigung stoßen. Wenn die aufgestörten Fische das offene Wasser zu erreichen suchen, geraten sie in den fangbereiten Netzbeutel. Zum Heben des Fangs legt der Nachen ein Stück weit vom Ufer ab, wobei die Ränder der Beutelöffnung zur Sicherung auf die Bordkante gezogen werden.
schön, ne? Schön, Kerle. Oh, immer her. Wunderbar. Weißt du, hast du erst gebracht, hast du schon Ohr. Oh, 2 Jahre, warte. Auch das Koppelnetz, mit dem sich recht gute Erträge erzielen ließen, war hauptsächlich für die gewöhnlichen Standfische vorgesehen. Schön, Perl, ne? In der Rohrschleife, ne? Eine wieder. Wunderschön. Du machst das Netz wieder klar. Das wieder klar machen für den nächsten Fang. Im eng geknüpften Maschenbeutel, dessen Öffnung oben mit einer korkbestückten Schwimmleine und unten mit einer Bleileine eingefasst ist, fingen sich manchmal auch Hechte, Zander und Barsche. Selbst Aale gingen ins Netz, wenn sie in der Uferregion aufgetrieben werden konnten. Wenn das Netz für den nächsten Fang klargemacht ist, kann erneut ans Ufer herangefahren werden. Die Fischer kannten früher die Stellen genau, an denen sich der Einsatz zu den verschiedenen Tageszeiten lohnte. Am frühen Morgen und am Abend waren dies die Schlafplätze. In der heißen Mittagszeit boten die schattigen Ufersäume gute Fangaussichten. Und am Vormittag suchte man die Stellen auf, an denen die Raubfische auf Lauer lagen. Da sich das Verhalten der Fische nach dem Moselausbau änderte und dabei den Verbrauchern andere Speisegewohnheiten aufkamen, musste schließlich auch das recht fängige Koppelnetz beiseite gelegt werden. Die Bezeichnung Trampeltier, die die Kröverfischer für sich in Anspruch nehmen, rührt daher, dass dieser Netzbeutel früher auch an den flachen, sumpfigen Uferstreifen eingesetzt wurde. Da die Staken hier nicht zum Aufscheuchen verwendet werden konnten, stieg einer der Fischer aus dem Nachen aus, um die meist mit Schilf bewachsenen Uferzonen mit den Füßen zu durchstapfen und die Fische so in den Netzbeutel zu treiben. Seitdem die Altwasser der Mosel verschwunden sind, ist es auch mit dieser Fangart vorbei. Die Kröverfischer, die ihre Fangstrecke immer noch in Pacht halten, erlösen heute einige geringe Einkünfte aus der Vergabe von Berechtigungsscheinen für Angler und Angelsportvereine. Der eine ist zum Winzerberuf übergegangen und der andere hat das Rentenalter erreicht. Fischfang und Fischverkauf, die früher den Lebensunterhalt erbrachten, spielen heute kaum noch eine Rolle. So, da gehen wir ein paar Dinger ausholen. Ja, machen wir es mal fertig. Da gehen die Fortferner, ja. Genau, da. Hier noch mal langsam rüber. Ja. Mal hier mal die Bühne vollkriegen. Sind Sie die Frau verkehrt sogar, ne? Ja, sicher. Mit dem Koppelnetz und mit dem vor 20 Jahren eingeführten Stellnetz könnten auch nach dem Moselausbau noch gute Erträge erreicht werden. Doch die Absatzmöglichkeiten gingen fast ganz verloren. Da die Fischer mit der Arbeit auf dem Wasser, die viel Erfahrung und Können erforderte, voll ausgelastet waren, verpassten sie die Umstellung von der überlieferten Vertriebsform auf die Forderungen der modernen Vermarktung. Heute gibt es nur noch wenige Hausfrauen, die gelernt haben, wie lebend frischer Moselfisch geschupft und ausgenommen wird und wie man ihn trotz der vielen Gräten schmackhaft zubereiten kann. Wenn früher die schwimmenden Vorratskästen zur Bedienung der Kundschaft geleert wurden, ergab sich meistens ein Gesamtertrag von mehreren Zentnern.
Im Schlepptau des Nachens brachte man die gefüllten Weiherchen oft bis zu den benachbarten Moselorten. Wie die vorgeführten Fangtechniken ist auch der Fischverkauf mit dem vierrädrigen Handwagen ein Rückgriff auf die Zeit vor 20 Jahren. Ich gehe Minne. Minne, da ganz frisch von der Reue. Ja, ja. Das kennt Schlei, ja. Nee, Schlei ist an Kette oder Moi. Ja, genau, ich bin Moi. Dreh ist im Mund, Minne. Minne, so, machen wir mal 3 Pfund für den Moi. Pfund Mark. Ja, reicht für die Mitte. Ja, ja. Gibt einen guten Pfand voll, ne? Ja, sehr schön. Das ist mal was anderes, immer Fleisch, machen wir frisch. Von den Frauen aus den Fischerfamilien wurden die lebend gehälterten Fangerträge der Woche jeden Freitag in dieser Weise ausgefahren und an den Haustüren angeboten. Die Gelegenheit, mittags Fisch auf den Tisch bringen zu können, wurde von fast allen Familien wahrgenommen. So, danke schön. Also, Die meistgekauften und preiswerten Standfische wurden nicht nach Sorten getrennt. Die Kunden unterschieden hauptsächlich die kleineren von den größeren, und zwar als Backfisch und Kochfisch. In diesen beiden Zubereitungsarten waren die Moselfische wegen des freitäglichen Fastengebots früher in den katholischen Orten ein unentbehrliches Lebensmittel. Ja, ja. So, danke. Moment, hier fehlt noch einer. Dankeschön. So. So. Schön. Ja. Wie das Schild am Fischerhaus zeigte, kommen heute noch Aale zum Verkauf. Sie werden kleinwüchsig und in geringerer Zahl mit Reusen gefangen, da die fetten Wanderaale wegen der Staustufen fehlen, denen man mit Grundangeln und Harmennetzen nachstellte. Seitdem der Moselfischfang nicht mehr beruflich betrieben wird, hat er nur noch Bedeutung als Liebhaberei und Freizeitbeschäftigung. Auch für die Fischer in Kröf.